Bäumchen. Aua. Ella. Schatz und drei Silos. Okay. Da ist ein Silo. Ist auch ein Schatz. Aber um den Schatz geht's vermutlich. Da ist ein Silo. Und dort ist ein Silo. Schön dran vorbeigeritten. Hopp, hopp! Auf wie geht's! Spannung, Spannung, Spannung! Genau! Assa, kommt! Richtig so! Nein, nicht klettern! Ja, erwischt. Easy. Ja, dass sie sich so leicht entzünden lassen. Schon sehr interessant. Ladedi. Kann ich hier eigentlich die Dinge auch entzünden? Das heißt, einfach nur despawned? Nee, ist einfach gar nichts passiert. Ich würde das sowas von witzig finden, wenn ich hier die Dinger hier auch anzünden könnte. Das wäre cool. Dann würde ich hier so einen kleinen Brand anzünden. Das würde dann auch extrem das Kopfgeld steigern. Unten. Das wäre cool, wenn sie sowas reinfügen würden. Noch zusätzlich. Ich hatte noch nicht immer das Tor getroffen und es hat gezählt. Wow. So, und dann zu dieser Schatztruhe. Die müsste dazugehören. Und heute überhaupt nicht schlafen. Und nehmen jetzt schon seit 5 auf. Mindestens. Also ungefähr. Jetzt ist es 8. Also gut Zeit habe ich auf jeden Fall schon. Weil ich... Schade. Wollte ich nicht. Vor allem wollte ich in eine ganz andere Richtung. Ich wollte nämlich dahin. Ein bisschen austricksen. Kriegst du mit Schneemauts, Junge? Ich bin ihm wirklich entkommen. Peinlich, peinlich, peinlich. Ich darf mich nicht vom Schatz ablenken lassen. Geh doch einfach runter. Ah, ja, dann spring halt ein bisschen rum. Ja, im Kletter auch. Danke sehr. Da oben auf die Mauer. Ja, auf dem Berg. Mauer? Mauer. Oben ist eine Mauer. Hä? Ach, achso, ich stehe da. Ich greife vor, wieso klettert die jetzt nicht? Wir müssen wieder ein Muskelpaket besteigen. Synchronisieren. Das ist doch mal ein schöner Aussichtspunkt. Oh, dieses Wasser. Was für die Ehre. Am Arsch mit der Ehre. Ach so, da haben wir einfach nur das aufgedeckt, okay. Dann können wir ja zur Hauptquest weitergehen. Ich springe einfach mal hier runter. Oh yes! God yes, 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 yes. So. Nein! Oh! Alte Assassin's Creed 3 Mechanics, ja nice! Da kam das nämlich, glaube ich, das... Assassin's Creed 3? Doch, das müsste 3 gewesen sein. Wo das erste Mal das mit den Bäumen Mechanics kam. Gut, wo keine Häuser sind, müssen Bäume hin.
Ja. Was will mich da gerade angreifen? Nee, will nicht. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. So, hier nochmal ein bisschen entspringen. Hier ein bisschen entspringen in den Schmugglerhafen. Zwei Schätze gibt es im Schmugglerhafen. Das ist doch nicht gerade viel. Nicht wirklich viel. Ich hänge fest. Achso. Auf welcher Seite bin ich? Achso, der kämpft mit uns. Sorry. Wer ist Feind? Bist du Feind? Aua. Oh, frisch umgeboxt, Junge. Oh, mein Loot. Ich kann noch nicht mal die einen angreifen. Ja, das ist so nice. Ha, ich hab ihm den Anschluss gegeben. Boah, wie fühlt sich das an, Arschloch? Boah, habt ihr die perfekte Rolle um ihn rum gesehen? Für mich fast wie eine Ballerina. Da sind noch welche gekommen. So. Alter, wie mich der Typ auf einmal erschreckt hat. Da unten ist noch einer. 6-1, easy. Dann haben sie noch nicht mal die Hälfte geschafft. Nicht mal die Hälfte. Oh, der hält aber wirklich viel aus. 700 hat er auch gegeben. Das war bestimmt der Anführer. So, bevor ich da jetzt mit ihm spreche, würde ich hier den Loot erstmal abgreifen. Also eine Truhe ist definitiv oben. Wäre merkwürdig, wenn nicht. Genau. Und die andere... wenn ich raten müsste, würde ich am Hafen sagen. Nee, am Hafen kann es nicht sein. Weiter rechts. Ah, hier ist auch noch was. Ja, gut. Ja. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Dass hier auch noch was ist. Ja. Ihr seid safe. Auch schon merkwürdig, dass ich die hier bestehlen muss dafür. Aber hier scheint auch noch nicht das Ziel zu sein. Hier haben wir einfach nur... Ja, ne? Hm. Mal gucken. Söldnerin, du bist gekommen. Wir brauchen dich jetzt mehr denn je. Bitte hilf uns, den Messern den Rest zu geben. Natürlich. Bin dabei. Wenn die Informationen, die du beschafft hast, richtig sind, wartet am Tempel nicht nur der Eisvogel, sondern die ganze Führungsriege der Messer. Du kannst sie alle ausschalten und Oboya von ihnen befreien. Agapios wird nicht wollen, dass sein Bruder zu Schaden kommt. Ich liebe Agapios. Aber Oboya steht an erster Stelle. Wenn das alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass deine Belohnung zu deinem Schiff gebracht wird. Oboya dankt dir für deine Dienste. Söldnerin, die Messer wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Okidoki. Beeilung, Söldnerin. Agapios und sein Bruder sind am Tempel auf dem Hügel. Schlag zu. Setze den Messern ein Ende. Alles klar. Schnell, 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 schnell. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh, da ist eine Truhe. Komme ich da vielleicht dran vorbei an der Truhe? Ich beeile mich, ja? Ich bin super schnell unterwegs, ja? Mega geil.
Achso, da ist so eine Truhe. Ne, die will ich nicht. Da ist er nie für eine Schlacht. Die Messer werden sich nicht kampflos ergeben. Ja, ist mir aber Latte. Könnt ihr alle sterben. So wie das Kopfgeld, das mich jetzt sieht. Oh, es hat mich nicht gesehen. Moa. Ich hoffe, Agapios hat keine Dummheiten gemacht. Ich einfach den gleichen Weg wieder laufe. Nein, diesmal laufe ich ein bisschen anders. Ich will ein bisschen Innovation reinbringen. Was willst du eigentlich von mir? Das ist wahrscheinlich der offizielle Weg, um zu kommen. Ist er gerade an mir vorbeigeschlichen? Ist er gerade ernsthaft an mir vorbeigeschlichen? Das ist sein Ernst. Hä? Ist er auf einmal... Ach, egal. Egal, egal. So, Fräulein. Oh, das hängt. Ich würde ja sagen, wieso sind hier so viele Bogenschützer, aber wenn man oben auf einer... Ne, ist das irgendwie logisch? Was heißt logisch? Ist sinnvoll. Schlitz! Vom Level her müsste ich eigentlich auch wieder eine bessere Waffe gefunden haben. Schon ewig nicht mehr. Ich glaube 35 ist die, die ich gerade habe. Bitte, Neritos, so bist du nicht! Doch ist er. Er ist ein Arschloch. Das wurde also aus meinem Bruder. Du kommst zurück aus dem Hades, zurück ins Leben, nur um die Leben anderer zu nehmen? Nicht aus dem Hades, Rotkehlchen. Vom Grund des Meeres. Poseidon schwieg, während ich ertrank. Ich rettete mich. Ich. Es gibt keine Götter, nur Sterbliche. Wenn du das weißt, weißt du alles, was du brauchst, um die Welt zu beherrschen. Nicht jeder will die Welt beherrschen. Einige wollen nur darin leben. Ah, eine Söldnerin. Eisvogel. Nein, sein Name ist Neritos. Er ist mehr als ein Deckname, den du auslöschen kannst. Er ist mein Bruder, meine Familie. Für mich ist das Wichtigste. Er ist schuldig, dass allein zählt. Ach. Die Familie ist alles, was zählt. Ja, ja. Niemand muss hier sterben. Hör zu, Bruder, bitte. Du warst ein Sklave, Bruder. Aber die Welt ist meine Sklavin. Ihre Wunder, ihr Wein, ihre Bewohner. Wir könnten gemeinsam herrschen. Wir waren immer dazu bestimmt zu fliegen, Rotkehlchen. Agapios, du kannst dem Eisvogel nicht trauen. Denk an das, was er unserem Volk angetan hat. Denk an die Leben, die er zerstört hat. Er ist mein Bruder. Ich kann ihn retten. Ich weiß, ich kann ihn retten. Bitte, mein Herr, Söldnerin, es gibt keinen Grund für Gewalt. Du kennst ihn besser als jeder andere. Lass mir es auf den Versuch ankommen. Als wir uns trafen, sagtest du, man könne niemandem trauen. Das will ich nicht glauben. So könnte ich nicht leben. Ich traue ihm. Ich hoffe, du hast recht. Er schubst ihn runter. Neritos, Bruder, erinnerst du dich an unsere Jugend, als wir durch die Straßen von Kalkis liefen? Vater hinter uns her. Er konnte keine Vögel fangen. Also wurden wir zu Vögeln. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Die können wir wieder sein. Skyros und Euboea und die Messer, das lassen wir hinter uns. Und nie zurückkehren? Wir können fliegen. Oh nein. Dann flieg, Rotkehlchen. Flieg! Nein! Agapios! Leb wohl, Bruder. Die Messer gehören mir. Die griechische Welt gehört mir. Das wird mir niemand nehmen. Mein Bruder nicht und auch du nicht. Söldnerin! Die Messer sind Geschichte. Ah!
Es war einfach zu verlockend. Es war einfach zu verlockend. Einfach so, zack, weg mit dir. Schön. Einfach nur schön. Ja, ich hätte... Eigentlich war es... Es war einfach zu verlockend, da wo er stand. Schlitz. Das mache ich gleich. Ich muss erstmal wieder zu ihm runter. So, wo ist er hingefallen? Ah, hier ist er. Ich will den gut haben. Kundenunterlagen, Lieferunterlagen, Messer. Und Steuerunterlagen. Ja, aber das... Agapios, mein ältester Freund. Ich hätte dich nie gehen lassen dürfen. Warum ließ ich dich gehen? Du hast Agapios ein großes Geschenk gemacht. Er war frei. Für einen Moment. Ein Moment? Ich schätze, keiner von uns bekommt je mehr als das. Jetzt, da der Eisvogel und seine Stellvertreter tot sind, sind die Messer Geschichte. Oboja ist frei, dank dir. Ich hoffe, das war es wert. Es geht um Freiheit. Die ist jeden Preis wert. Chiere, Heldin von Oboja. Wenn die runter guckt, sieht das eigentlich aus, als wäre die Insel um die Ecke. Oh, das ist Kirchen und der Eisvogel. Wenn man seiner eigenen Familie nicht trauen kann, wem dann? Ja, wem dann? So. Alter, das Kopfgeld geht mir schon ein bisschen auf die Eier. Dann haben wir diese Quest ja auch erledigt. Nice. Und ein neues Gebiet freigeschaltet. Also, was will man mehr? So, von den ganzen Quests an sich... Bevor ich jetzt weitermache. Hier muss ich auch echt mal weiter erkunden. Aber ich will erstmal das Gebiet, damit man jetzt so eine ganze Fläche, einen ganzen Bereich hat, den wir haben. Und dann, denke ich, werde ich mich hier so weiter erkunden. Muss ich selber mal schauen, wie ich das dann mache. Aber erstmal ist das Gebiet dran und ich glaube, viel mehr werde ich in einer, werde ich bis zur nächsten Aufnahmesession auch nicht schaffen. Ich habe zwar jetzt 2 Wochen Urlaub, aber in 2 Tagen habe ich eine. Woher morgen könnte ich ja nochmal machen. Wie gesagt, ich muss ja mal schauen. Weil ich will auch nicht zu viel aufnehmen, aufdecken. Weil gerade, ne, gerade das, was wir gerade machen, die ganzen Nebenquests, das wird halt, das ist halt zu viel auf einmal. Und ich will halt die alle weg haben, bevor ich weitermache mit der Quest. Also zumindest alle, ne, in der Nähe und so. Hm. Deswegen denke ich, ist mein Ziel erstmal das alles. Und muss ich selber jetzt mal kurz wegen den Gebieten gucken. Das auf jeden Fall noch nicht. Das lasse ich definitiv offen noch. Dass ich mir das Gebiet hole. Das Gebiet. Dann habe ich hier nämlich so einen schönen Cut. Ja, ich denke, die beiden Gebiete werde ich mir holen. Das und das. Das ist so bis zur nächsten Aufnahme-Session mein Ziel. Und wegen den Inseln hier an sich muss ich mal schauen, was ich da mache. Hier oben, das ist ja auf jeden Fall noch. Die 4, die interessieren mich noch überhaupt nicht. Naja, überhaupt kann man auch nicht sagen. Da ich dann vielleicht auch hier unten da mal so ein bisschen gucke, da ich hier ein bisschen mehr aufdecke. So, aber zu meiner eigentlichen Sache. Ja, jetzt geht der Hund auch noch auf die Eier. Hier haben wir nämlich noch eine Nebenquest. Hier drin ist die Hauptquest, das ist glaube ich hier. Das war's. Mehr haben wir hier auch gar nicht.
Da ist ja immer noch das. Da könnten wir jetzt eigentlich unser Schwertchen verbessern. Hier waren auch keine Quests, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich brauche gar nicht ranzoomen, ich sehe es ja. Hier auch nicht, aber hier unten waren noch welche. Zwei Stück, genau, zwei Stück. Ich mach mal... einmal das kommt weg und einmal das. So, dann sehen wir die nämlich auch. Ich gucke nochmal kurz, ob ich jetzt nicht was übersehen habe. Aber es ist dann an sich nur noch das. Ich porte mich jetzt aber nochmal schnell an eine andere Stelle. Von hier sehe ich auch die... Ja, genau. Hier nehme ich hin. Um die Kacke hier endlich mal abzuschließen. So. Ich werde mal schnell aufs Klo gehen. Ich mache einfach keinen Cut. Ich hoffe, der Ladebildschirm reicht. Bis gleich. So, bin ich. Moment. War das gerade alles der Ladebildschirm? Alter. Das ist heftig. So, die Quest war irgendwo bei dem Typen. Dort hinten. Da. Jetzt wird sie mir auch angezeigt. Ich will nur mal kurz beim Händler schauen, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Ich will es mir einfach nur mal angucken. Nochmal. So. So ungefähr das Preisverhältnis zu haben. Ja, da der Hund jetzt weg ist, kann ich mich auch ein bisschen anders hinlegen. Wieso kommt jetzt eigentlich ein Ladebildschirm? Willkommen zurück, meine Freundin! Du wirst nicht glauben, welche fabelhaften Stücke ich heute für dich habe. Woher bekommst du nur all diese Sachen, Sargon? Du scheinst nie deinen Stand zu verlassen. Ich habe ein Netzwerk von Geschäftspartnern, die Welt nach interessanten Dingen durchforsten. Wenn sie etwas Besonderes finden, bringen sie es zu mir. Also, klingt nach einem guten Geschäft. Du verstehst dein Geschäft. Ich erkenne den Wert von Dingen, die andere geringschätzen. Dieses Talent habe ich über viele Jahre kultiviert. Interessant. Kultiviert? Zeig mir, was du auf Lager hast. Mehr wollte ich auch die ganze Zeit nicht. Das wäre, ne? Sowas wäre natürlich schon cool. Mannschaftsthema. Fährmänner. Das hätte schon... Das hat schon was, also, ne? Aber dann sowas, ne? Also natürlich... Meinem Level entsprechend... Das meine ich halt, ne? Meinem Level entsprechend. Aber sowas... Sowas lohnt sich, das hole ich mir. Das ist schon cool. Und was ist das hier? Einfach auch nur ein Gegenstand, den ich dann für Gold verkaufen kann. Achso, erhält einen epischen bis legendären Gegenstand. Für einen Charakter. Ach, sowas ist das. Wenn ich, weil das hier ist ja immer so eine Angebotssache und hier kann ich dann dauerhaft was durch versuchen. Ja, darum muss ich auch mal echt mehr machen. Eigentlich. Eigentlich schon. Bevor ich es vergesse, ich will das mit den Fährmännern. Ich finde das schon witzig. Ich finde das richtig witzig. So, wir gucken noch mal kurz an dem Kopfgeld. Wir haben ja ein paar Sachen geschafft. Ja, das kann ich machen, das kann ich weg. Okay,
Okay, alles andere sind Kopfkühler. Das sind ja immer hier diese Töte, so viele und so viele Sachen machst du und so viele Sachen, da ist das. Nee, ist das ja nicht. Durch dich habe ich eine zweite Chance. Danke. Okay. Ich finde das schön, dass Quests, egal wann man sie abschließt, immer das gleiche Verhältnis an XP geben. Und das ist etwas, was Assassin's Creed geschafft hat, was bis jetzt noch nicht ein einziges Spiel geschafft hat. Und das ist echt erstaunlich. Ein verhältnisweise, gut, wenn man jetzt einen Vergleich sieht mit MMOs, da geht das nicht. Da hat man ja am Anfang solche Pille-Palle-Bimbo-Quests und wenn man die dann, sage ich jetzt mal, kurz vorm High-Level hat, die dann noch schnell alle macht, man dadurch dann natürlich dann immer 20% Level bekommt. Ja, aber hier ist das, hier ist echt gut. Gut, Assassin's Creed legt jetzt auch keinen großen Wert auf das Leveln. Die wollen ja quasi, dass man schnell hochkommt. Und ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt nicht wirklich was Schweres gemacht. Na? Das war ja bis jetzt fast alles nur passiv machen. Und halt die Nebenmission. Hier und da ein paar. Aber es sind ja auch bis jetzt nicht so viele gewesen. 6, 7 Stück würde ich jetzt meinen. Ne? So, Pi mal Unterhosen-Daumen.